Und aber da habe ich ja noch auf jeden Fall ein paar in Reserve. Zum Beispiel das hier. Und das hier oben. Na, komm her, du. Und das da oben. Tada! Problem gelöst. Das ist doch mal gut geworden. Lücken habe ich, glaube ich, auch. Soweit ich das sehe, habe ich auch nirgendwo mehr Lücken, oder? Hier machen wir auf jeden Fall noch ein, zwei Tellereisen hin und dann noch eine Luftabwehr da. So, wenn ich jetzt. Wie konnte man das nochmal sehen, dass wo man dann überall die Grenze hier hat? Da. Da ist, glaube ich. Soweit ich das gesehen habe, nirgendwo irgendwo eine Grenze, oder? So, ein, zwei Stunden würde ich mal schätzen. Jetzt mit Rendern und so weiter und so fort. Außer ich kloppe vielleicht wirklich mal etwas kürzere Folgen aus, aber so gefällt mir das eigentlich schon wieder ein bisschen besser. Ja, Upgrade als nächstes. Oh, der Drache ist fertig. Müssen wir mal gucken. Oh, hier ist Leerlauf. Das darf natürlich auch nicht sein. Wir müssen mal gucken, was wir als nächstes noch upgraden müssen, ne? Und vor allem, ich muss auf jeden Fall noch mal überlegen, was ich als nächstes mal let's playen möchte. Alter, Matthias, geh mich auf den Nuss. Ach, dieser Junge, ey. So. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier noch upgraden wollen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, unsere Kanone ist schon momentan in der Mache. 7 Stunden, 13 Minuten noch. Mal gucken. Der kostet mir auch zu viel. Dafür, dass der nur 10 pro Stunde mehr produziert, das ist ja gar nichts, ey. Das ist ja gar nichts. Der müsste echt schon, den muss man echt schon auf Level 3 oder 4 haben, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen. Die Luftabwehr habe ich ja hier unten schon in der Mache. Dann habe ich zumindest die beiden auch schon auf Level 3 und eine auf Level 4. Mal überlegen. Vielleicht hier die. Oh, ich habe nur. Nee, warte mal. Ich habe nur einen Minenwerfer auf Level 5. Eieieiei. Das ist natürlich nicht so ganz so gut. Allerdings. Wie ist denn der Unterschied? Der hat Schaden pro Sekunde 8. Und der hat 7. Naja gut, das ist vielleicht, das ist nicht so ganz so der Unterschied. Allerdings, wie ist denn das, wenn ich den Reichweite 4 bis 11 Kacheln, ja. Das ist eigentlich nicht so viel, was da. Was ist, kann ich noch verschmerzen? Der Magierturm wird ja dann auf Level 3 sein, das ist okay. Tesla vielleicht noch. Verborgener Tesla, das wäre vielleicht noch. Wobei, der ist schon auf Level 2, natürlich diesen hier, wenn. Den hier noch upgraden und den hier. Am besten den hier erst. Oder? Ich würde, also wenn ich jetzt angreifen würde als Gegner, würde ich eigentlich hier angreifen, an der Stelle. Deswegen ziehen wir die Bombe auch mal hier rüber. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde da angreifen. Allerdings, der Tesla, ja, der kommt schon fast bis da hinten hin. Und der, ja, der fast auch. Gucken wir mal. Ja. 34 plus 6, das ist schon okay. Da kann man schon dann wieder einiges reißen. Wir gucken jetzt einfach mal, was das hier ist. Na, 111, ey. Ich kann euch doch nicht so lange warten lassen. Das zieht sich zu lange hier. So. Eben kurz noch einmal Matthias zurücksteigen. Ja, deswegen würde ich einfach mal gucken, wir warten jetzt noch mal ein bisschen. Und ich überlege, was ich euch noch erzählen kann, damit wir noch irgendwie einen Angriff, noch einen Angriff durchkriegen. Hier auf jeden Fall eine gute Platzierung vom Center-Schlag, weil immer viele Leute reinlaufen. Wobei hier, vielleicht können wir es auch hier noch hinbauen, noch besser. Das Lager wächst auf jeden Fall schon. Habe ich denn eigentlich noch Mauerbrecher? Ja, 5 Stück. Aber wir haben ja auch noch welche in der Mache, ne? 4 Stück noch in der Mache. Ein paar Riesen noch auf jeden Fall, das ist auch nicht verkehrt. Und wir gucken einfach mal, ich muss einmal gucken, was ich noch für Errungenschaften mir holen kann. Entferne 500 Hindernisse, ja, das ist auch noch was.
Stehle, was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Nullen, das sind dann also. Ja, warte mal, das sind eine Milliarden. So. Elixier, das sind auch nochmal 20. Klamburg auf Level 4. 2000 Rathäuser zerstören, 2500 Bauten zerstören. Ja, ja. Alter, 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 da ist es auf jeden Fall. Tritt der Kristallliga bei. Das ist auch nochmal was. Aber ansonsten kriegt man fast nichts mehr und das wird auf jeden Fall nicht reichen für eine Bauhütte. Kann ich euch sagen, das wird nicht reichen. Weil wir da nämlich auf jeden Fall noch ganz schön was an Juwelen, nennt sich das, glaube ich, ne? Moment. Ja, Juwelenhaufen. 500 Juwelen kosten. Alter, wie teuer das ist, ey. Ist ja gar nicht. Elixierlager füllen. 499, ey, leck mich am Arsch. 10.000 dunkles Elixier. Alter, wie teuer ist denn das, ey? Das lohnt sich ja mal. Ah, da, jetzt haben wir auch einen. So, sind wir da. Ja, ein nice Disco-Effekt auf jeden Fall. Ja, und deswegen. Ja, würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal, dass wir jetzt mal eben noch diese ganzen Truppen ausgebildet kriegen. Ich will auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Dann haben wir einmal mal ein bisschen Videos in Vorproduktion. Das wäre auf jeden Fall auch nicht mal verkehrt. Oder ich greife einfach mit ein bisschen weniger Truppen an. Mal gucken. Ist auf jeden Fall noch 2 Minuten. Wir besuchen noch jemanden. Wir besuchen. Ich wollte. Ach, stimmt, ich hatte noch jemand gefragt. Moment, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Erstmal gucken wir jetzt bei Markus vorbei. So. Erstmal gucken wir, was der Markus so gemacht hat. Und erstmal trinke ich jetzt einen Schluck Kaffee. Toll, Markus wurde angegriffen. Also schon mal Markus nicht. Mal gucken, wen wollten wir denn noch? Wen wollten wir denn noch angucken? Ich weiß, wenn ich ihn sehe, weiß ich das. Schützenkind, genau. Schützenkind wollten wir besuchen. Machen wir jetzt auch. So, mal gucken, was er hat. Er hat Rathaus, Level 8. Minions und was hat er sonst noch im Angebot? Minions, Mauerbrecher, Riesen und Bogenschützen hat er gerade in Ausbildung.